Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Tag 2. Ich habe gestern den Fehler besiegt als letztes, habe dann danach noch zwischen den Aufnahmen hier den Superkeiler gelegt beim Schattenbergfried Hintertor. Vielleicht mal ein ganz kurzer Clip. Es kommt zweite Phase. What the fuck? Was ist das für ein Superschwein? Und jetzt ist die Frage, ey, wo geht's weiter? Ich will natürlich einmal hier unten den Bereich machen. Jetzt nach dem ersten Tag, nach 12 Stunden Elden Ring. Ich habe es ja gestern schon ein paar Mal angeschnitten. Wurde ja oft gefragt, ey Lu, was sagst du im DLC bisher? Und um es wirklich einfach auf den Punkt zu bringen, ich habe mir da öfters mal jetzt Gedanken drüber gemacht, gestern auch noch im Schnitt und so. Es ist einfach die normale Elden Ring Qualität und Elden Ring Erfahrung, so wie du sie auch erwartest und... ja, wie sie halt einfach ist. Ah, endlich mal wieder ein Dungeon, Alter. Nach 5 Millionen Stunden. Drachengrube. Endlich, Mann. Mann, macht das wenig Schaden. Digga, war das knapp. Ich habe einfach gar nichts mehr. 1 KP oder so. Uralter Drache, Mensch. Alter, macht der Schaden. Der kann sich heilen, der Sack. Er konnte sich heilen. Was gibt der? Drachenjäger Großkatana. Drachenwundenhieb. Oh. Hier ist schon eine Tür. Hey, cool, wo sind wir hier? Ja! Serkan, bester Mann. Geil. Ja! Ja! Endlich da! Endlich da, wo ich hin wollte. Sehr geil. Oh oh. Das tut weh. Oder auch nicht. Hey, du triffst ja gar nicht. Hä? Wieso bist du da oben? Bist du dumm? Komm runter. Wenn du dich jetzt... das ist ja... das ist frech. Das ist frech. Guck mal, der cheatet. Was ist das denn? Wieso krieg ich den Cheater-Drachen? Wieso krieg ich wieder den Cheater-Drachen? Ist klar. Der Lu ist zu stark, dem müssen wir den Cheater-Drachen geben. Ist klar. Kriegt er jetzt Fallschaden? Weil er dumm ist? Wieso ist mein Drache kaputt? Ihr kriegt alle einen tollen Drachen. Ich krieg einen kaputten Drachen. Ihr denkt sich auch, gegen so einen Cheater-Drachen kämpfe ich nicht. Kann der bluten? Hä? Wenn er nicht bluten kann, habe ich ein Problem. Na ja, gucken wir mal. Sehnesacks. Wenn er nicht bluten kann, habe ich echt ein Problem. Alter, die sind aber auch immer schnell mit ihren Attacken. So ein scheiß Drache ist normalerweise arschlahm. Der ist crazy. Er haut mein Pferd runter. Ich kacke ab, Alter. Mit seinem fucking Schwanz.
Bin so doll ausgewichen, Mann. Übel ausgewichen. GG, an mich selber. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht gespielt, sag ich mal so. Oh, Boss. Nächster Boss, let's go. Nächster Boss. Bleibe ich jetzt erstmal hier beim Kiefer? Ich glaube schon, ne? Du machst hier nicht die Regeln. Okay. Okay, er macht nicht den Doppelblitz wie der andere Scheißdrache. Ist das Bale? Ja, das ist Bale. Krass. Oh, auf den kann man doch übel gut Blut machen, bestimmt. Blutung besser. Na, ja, voll wenig Schaden. Viel Spaß und viel Glück. Ich habe nicht das Gefühl, dass er schwerer ist als der Drache davor. Mann! Stone, vielen, vielen Dank für den Prime. Moin, moin. Er kann nur cheaten. Cheater ist das. Cheater bist du! Kämpf einmal wie ein Mann. Nicht wie ein Drache. Kämpf einmal wie ein Mann, du Loser.
Macht er wieder seine unfaire Scheiße jetzt? Down mit dir, Digga! Down! Hälfte des Sieges gehört brutal, die andere Hälfte Skoppel. Herz von Bale. Ohne Egon und ohne den Eisspäß nicht geschafft. Also ich denke schon, dass das hier eine Verbindung sein kann, aber wie man da hinkommt, Alter, ich habe keine Ahnung. Gefühlt war ich hier überall schon 30 Mal. Lol. Lol. Bitte sag mir nicht, das ist der Weg, weil dann habe ich mich die letzten 20 Stunden selbst verarscht. Nein! Ach man, Leute, das konnte mir niemand von euch sagen. Ey Lou, geh einfach mal zum allerersten Lagerfeuer und geh mal links rum. Ihr seid so Ärsche, wirklich. So gemein. Da muss ich meinen Frust erstmal an dem Vieh hier rauslassen. Das konnte mir die letzten 18 Stunden niemand... Ach man, das macht mich so sauer, Alter. Also ich bin froh, dass ich jetzt hab, aber alter Schwede, ist das schlecht. Kriegsasche Funkenwand. Alter, ist das scheiße. Einerseits fühle ich mich natürlich sehr dumm, dass ich da unten gefühlt stundenlang langgelaufen bin und nichts gefunden habe. Andererseits auch echt ass, dass ihr mir nicht geholfen habt. So Leute, uralte Ruin von Rau. Let's go. Scheiße, Mann. Bin so gespannt, was hier ist. Romina, Heilige der Knospe. LOL, wie sieht sie denn aus? Wieso hat sie keine Cutscene bekommen? Ih, die ist vorne so ein Tausendfüßler und hinten Skorpion. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Also rein mental. Also ich dachte, Quelaag wäre ekelhaft, aber das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich, Alter. Oh lol, jetzt wird sie ein Schmetterling. Ja, Malenia für Arme oder wie? Oh mein Gott. Nee, nee, Schmetterling. Schmetterling. Die Schmetterlingsattacke. Digga. Romina, Heilige der Knospe. Echo der Heiligen Knospe. Auf der Mauer, auf der Lauer. Enia Lim.
Wichser, Alter. Alter, das ist doch ein normaler Gegner. Der gibt nicht mal irgendein Loot oder so. Ich hätte einfach an ihm vorbeirennen können. Das meinen die doch nicht ernst. Das ist doch dumm, ey. Das ist einfach irgendein Ass-Gegner. Ich kack ab, ey. Das ist doch Leder. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Wir sind Freunde. Don't you dare approach Nicholas Cannon. Needle Knight Leather and Dryleaf Dane will never allow. Junge. LOL! Daumen mit dir! Ist das das neue Blut... wie heißt das Ding nochmal? Das neue... Mann, wie heißt es nochmal? Ah, Mann! Wer ist diese scheiß Billo-Waffe nochmal? Die scheiß Blutungswaffe nochmal? Oh, Junge! Die haut aber auch Schaden. Hohoho, die Waffe ist geil, Alter. Lederschwert. Ah, blutige Ströme. Danke, Simba. Es ist irgendwas. Was ist es? My loyal. Your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored, and my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. Sieht aus wie Radan. Ein bisschen. Digga, sieht aus wie Ganondorf. Die Rüstung will ich. Digga, ist das Radan? Radan in Jung? Radan in Jung? Ist es das? Das ist doch Radan in Jung. Radan in nicht verfault. Safe. Digga. Ich hab da Thumbnail für die nächste Folge. Der geht ab. Ui! Digga. Oh Mann, das ist cool. Ich fand, Radan war sowieso immer einer auch meiner Lieblingsbosse. Muss ich sagen, ist sehr cool, dass man jetzt nochmal gegen den fightet. Geil, Alter. Ich bin für Radan. Wer ist das eigentlich? Radan, versprochener Gemahl. Also Digga, der wird richtig, der wird pissig, sag ich euch. Das ist Lu und Jung, der wird ganz böse. Also ich muss auf jeden Fall eine Blutung atmen, obwohl muss ich, ja doch, ich werde eine Blutung arbeiten. Und ich habe gedacht, der Pfähler wäre schwierig. Der wird ganz böse, weil der halt unfassbar Schaden an der Mimik macht.